Ja, es ist eine große Ehre, da die Fahne für Österreich zu tragen und in die Eröffnungsfeier reinzustarten. Also muss ich echt sagen, haben sie lässig gemacht mit Musik alles. Also die Stimmung ist echt hochgekommen. Alle haben gelacht, gefeiert, sind gesprungen und haben getanzt. Also genau so sollte man sich eine Eröffnungsfeier vorstellen. Ja, eine coole Eröffnungsfeier war es und wir sind jetzt bereit auf ein tolles Event. Die Bahn schaut super aus und es sind auch viele Leute. Wir haben gut trainiert jetzt und gehen einfach Vollgas nachher. Ja, schön war es. Wir haben eine coole Lasershow gemacht und ich glaube, dann haben wir auch noch eine gute kleine Tanzeinheit gehabt bei der Eröffnungsfeier für die Nationen. Die größten Konkurrenten. Ja, eigentlich mir selber, dass wir entspannt fahren und dass wir zwei gute Läufe haben und dann sehen wir wieder, was rauskommt. Das hat bis jetzt gut funktioniert und wir werden es so weitermachen, dass wir ganz entspannt die Sache angehen. Ja, also Juri hat zwar schon gesehen, er selber, aber natürlich müssen wir noch auf andere Sportler ein bisschen schauen, natürlich die Deutschen und auch im Team. Also Müller-Frausch, Stoll-Koller, Toni Eckert und der Sascha Benekin, Wendel Alt, das sind eigentlich die Hauptkonkurrenten. Ja, das Training war ein bisschen durchwachsen bei mir. Ich habe richtig gute Läufe gehabt, war nicht so gute Läufe. Aber ich bin voll motiviert und ich glaube, dass ich vor allem im Sprint voll angreifen werde. Ja, als das erste Mal bei den Grasen dabei ist natürlich aufregend und wir versuchen, ihnen das Bestes zu zeigen.